Wir haben zwei unabhängige Systeme. Eines davon hat den Schaden genommen und dort an einer Stelle, wo es auch die Backup-Lösung beschädigt hat, also in Mitleidenschaft gezogen hat. Und das müssen wir jetzt eben korrigieren. Und das haben wir korrigiert und deshalb sind die Systeme jetzt auch wieder normal in Betrieb. Zum einen ist das ein 400-Volt-Kabel, also das sind schon relativ starke Stromleitungen, die wir dort haben. Und das Kabel, ich kann nicht genau sagen, das ist ein Standardkabel im Terminal 2. Also da haben wir solche, die sind bis 30 Jahre alt. Also die sind ja in dem Sinne eigentlich unverdächtig. Und weil die in diesem Promat eingehaust sind, also das sehen Sie gar nicht, die Kabel, kann man jetzt auch keine Sichtkontrollen machen. Man hat letztendlich die regelmäßigen Wartungskontrollen, die ja immer gemacht werden. Da war nichts Auffälliges, also insofern war das... So gesehen jetzt nicht irgendwo, das hat sich nicht angezeigt, wir hatten nicht in den Vortagen x-welche Vorfälle, also da war gar nichts. Also das Betroffene war auch nicht 30 Jahre alt, um das vielleicht klar machen, das war zwischen 15 und 20, das ist im Terminal 2 drin. Ich sage mal, das Unglückliche war, dass der Schaden an diesem einen Kabel so stark war, dass er eben andere mit beschädigt hat. Und dann lief der Strom auch nicht mehr stabil, das war eigentlich die Schwierigkeit. Wir hatten tagsüber ja auch mal versucht, gewisse Systeme wieder hochzufahren und da war der Strom zu wenig stabil. Wir hatten gar keine Anzeichen, der Betrieb lief normal, der Strom war normal und deshalb war das für uns genauso überraschend wie für alle anderen auch. Wir tun alles, dass man das ausschließen kann. Wir haben jetzt ja nochmal geprüft, wir werden das auch in Zukunft tun und das ist eine tägliche Aufgabe, natürlich dafür zu sorgen, dass alles stabil laufen kann. Bei Strom wissen Sie ja nie, dass etwas mal geschehen kann. Ich glaube, die Vorsicht und die Aufsicht, die werden wir jetzt noch weiter erhöhen, damit es möglichst nicht mehr geschieht. Man darf nie sagen. Also ich glaube, dass natürlich arbeiten wir alle daran und wir haben jetzt auch keine Anzeichen. Wie gesagt, der Schaden vom Sonntag ist behoben, das ist auch klar bestätigt. Und so gesehen gehe ich im Moment davon aus, dass wir wirklich stabile Verhältnisse haben. Aber Hellseher bin ich leider auch nicht. Wir schätzen, dass wir da rund eine halbe Million Schaden haben als eine Größenordnung. Ja, es ist natürlich ein Fall von höherer Gewalt, wie man das bei anderen Stromvorkommnissen auch hat. Und das ist das, was ich glaube für uns jetzt hängen geblieben ist. Es gibt Schäden, die auch bei den Airlines sind, bei den Passagieren. Das können wir nicht beziffern. Aber das ist so in etwa die Größenordnung. Also detaillierter haben wir es leider noch nicht. Ja, für unsere Mitarbeiter war der Strom eine Zeit lang weg. Also das heißt, alle Kommunikationsmöglichkeiten waren dadurch eingeschränkt. Damit waren auch die Lautsprecher eingeschränkt. Und da hatten wir einen Moment, bis wir dann mit diesen Informationen soweit waren. Wir hatten natürlich auch einen Moment, bis wir dann auch verlässlich sagen konnten, was geschieht jetzt. Das war eine ganz schwierige Situation für alle. Und da kann ich auch verstehen, dass Passagiere ungeduldig werden, die sagen, ja, das muss doch jetzt gehen und die müssen doch wissen, was Sache ist. Und das ist auch ein Thema, das werden wir uns auch ansehen müssen, wie wir in solchen Fällen mit einer eingeschränkten technischen Verfügbarkeit die Kommunikation verstärken, verbessern können.